ganz kurz den Sound anmachen, Moment. Es fängt schon wieder gut an, ne? 4, 5, 6, so. Das passt. So. Und damit sage ich nochmal herzlich willkommen am Sonntag, zum Sonntag-Livestream von Workers and Resources mit unserer wunderschönen Streamstadt, die hier hinten steht und der gerade ein Problem hat, sehe ich gerade. Was hat denn der wieder für ein Problem? Was ist hier mit dir los? Was los? Was hast du wieder für ein Problem? Ach, der gucke mal. Ich weiß, was hier los ist. Fängt ja schon wieder gut an, ne? Fängt schon wieder gut an. Ah, das ist echt. Der kommt wieder hier nicht klar. Ja, ich sehe auch warum. Ach Mann. Ach Menno. Mein Gott, ey. Das ist ja furchtbar. Müssen wir gleich schon wieder eingreifen. Ach. Es ist gerade zum Mäusemelken. Ich muss schon wieder eingreifen. Noch nicht mal fünf Minuten in-game. Und schon muss ich eingreifen. Ist der Hammer. Ist echt der Hammer. So. Kann ich das wegnehmen? Ja. So, den nehmen wir weg. Den packen wir rein. So, und der Rest darf eigentlich durchfahren. So, komm, kriegen wir nicht dahin, war klar. So, bau mal. So, genau, fahr da durch. So, Problem gelöst. Fängt, wie gesagt, schon wieder super an heute Morgen. Ne, also, echt geil. So, wie gesagt. Problem gelöst. Erstmal. Mal gucken, wie lange. Okay, wo wir mal stehen geblieben. Hier hinten, bei diesem Chaos. Wirklich das, was wirklich ein Chaos ist. Das wird hier noch interessant. So, die Linien stehen ja soweit. Das hat ja auch alles noch soweit geklappt. Das haben wir beim letzten Mal angeschlossen. Das ist... Dann soll hier ja nur... genau, hier soll ja Kohle einfließen. Und hier hinten... Sollte dann Eisen einfließen. Genau, jetzt habe ich es wieder. Danke für die Abstimmung. Dankeschön. Gut. Sehr schön. So, den haben wir auch. Das ist das. Das heißt, wir werden hier große Züge einsetzen. Jetzt müssten wir natürlich zusehen, wie wir die Leute hier rankriegen und natürlich da oben auch nochmal ranbekommen. Da will ich gerade, ob wir dann hier oben irgendwie ein Bergdörfchen oder sowas machen oder da hinten nochmal. Hallo Casanova, herzlich willkommen. Lass mal gucken. Also der Rubel rollt ja ohne Ende, ne? Also wir haben, ihr seht das ja leider nicht durch, durch das, Overlay. Aber wir haben 27 Millionen Dollar auf dem Konto, 26,2 Millionen Rubel auf dem Konto und es ist 1966. So viel mal dazu. Okay, also, wir brauchen, ich würde wahrscheinlich... hier rausgehen und hier dann die Stadt hinbauen. Dann müssten die eigentlich da hinfahren. Das müsste eigentlich reichen von der Entfernung. Oder ich versuche hier unten drunter zu kommen. Wobei... Doch, sollte gehen, dass wir auf der anderen Seite vielleicht hier bauen. Und die dann da hinschicken. So eine gerade Strecke oder sowas. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich warte ja eigentlich auch noch auf das neue große Update, was mal so langsam kommen sollte. Was aber leider immer noch nicht da, da ist. So, das heißt, wir machen uns erstmal hier unseren üblichen Verdächtigen wieder. Hätte ich aber echt vorbereiten können, ganz ehrlich. Schande über mein Haupt. Würde ich mir behaupten. So. Dass wir hier vielleicht hier irgendwie durchkommen. Hier unsere nächste Stadt hinbauen mit. Aber natürlich nicht auf den kleinen Fleckchen, aber auf diese Ecke. Vielleicht können wir das ja ein bisschen mit einfließen lassen. Oder wir gehen hier in die Richtung. Bauen uns erstmal ein Plateau hier hin. Ist doch eine Menge Holz, was hier weg muss. Ja. Weil hier einen Bahnhof hinzubekommen, wird schwierig. Ich möchte nämlich direkt, ich möchte schon die volle Länge ausnutzen der Züge. Dass wir hier so einen Kravenzmann hinbauen, wäre schon ganz geil. Wenn wir das nutzen können. Und da will ich dann auf jeden Fall so eine Expresszüge hinsetzen. Wir wissen es ja, dass es mit dir echt schlimm ist, wenn du nur wieder Schenkel und Dasche im Kopf hast.
Da haben wir's. Da haben wir's wieder. Es geht schon wieder los. Geht schon wieder los. Aber ich war doch ganz friedlich. Ich habe doch nichts Böses gemacht jetzt schon wieder. Also ich war doch ganz lieb und artig gerade. Nein, nein, nein. So. Und schon geht das Thema wieder los, ne? Ich komme davon auch nicht weg. Ich kann machen, was ich will. Schlimm. Wirklich schlimm. So, Kies hätten wir hier auch noch in rauen Mengen. Jetzt lass mal überlegen, ob ich hier durchkomme. Das wäre schon ganz geil, wenn wir das packen könnten. Ich muss das echt mal checken. Gerade straight, gerade durch. Wäre schon nice. Wenn es geht. Wir probieren einfach mal. Wir haben die Kohle locker. Ich ziehe den... Ist der gerade? Ich glaube, der ist gerade. Ja, cool. Beim nächsten Update soll es ja auch irgendwie... da geht's nicht. Tunnelübergang. Doch, das geht. Guck mal. Das geht. Geil. Ja, Mai. Ja, Mai, sag ich nur. Der Mai. Geil, Omato. Na, nicht ankoppeln. Sehr geil. Finde ich gut. Gefällt mir. Finde ich schon mal gut. So, dass das schon mal funktioniert. Jetzt ziehen wir den nochmal ein bisschen da ran. Dann gehen wir nämlich unter die Dinger hier durch. Nur das auch noch gerade hinzubekommen, ist schwierig. Ich würde ja, da will ich hin. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig gerade ist. Ich kann es nicht versprechen, weil ich es gerade echt nicht sehe. Das ist ein ganz schönes Stück. Boah, das ist hart, ey. Da das Richtige hinzubekommen. Ich muss ein bisschen schätzen. Tut mir leid. Ich muss ein bisschen schätzen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass es gerade ist. Okay, nicht ganz. Es hat einen leichten Rall. Aber mein Gott. Besser geht's jetzt gerade nicht. Sorry. So. Zwei, die da hingehen. Und da wir die volle Länge brauchen. 2, 4, 6. Ich zähle mal die Kästchen grob. 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32 ungefähr. Müsste ich mal gucken, wie wir das mit der Weiche machen. Dass die klarkommen. Aua. 32. Bahnübergang nicht erlaubt. Okay, weil... Okay, da geht es. Warte mal kurz. Das haben wir gleich. Und wenn wir dich da ansetzen... Und dich da ansetzen... Ist das da drauf? Das, na, ist nicht ganz... Ah, ich hasse es, ne? Wenn es nicht synchron ist, ich hasse es. Finde ich furchtbar. Also, da bin ich ein bisschen penibel. Da bin ich echt ein bisschen penibel, sorry. Jetzt. Ja, jetzt, naja, auch nicht so hundertprozentig, aber naja, besser geht's jetzt echt nicht. Ist ein bisschen frickelig, das Ganze. So, wir werden auf jeden Fall hier noch ein Stückchen Stadt hinbauen, auf die Ecke. Und dann werden wir mit dem anderen Gleisen da auch noch rausgehen. Da auch noch, dass wir genug Leute ranholen. Und eventuell mit der Straßenbahn, die hier noch fährt, hier hoch. Oder mit einem kleinen Zug, dass wir hier auch Leute ranbekommen. Na, das ist so der große Plan quasi. Ja, genau. So, hier hinten bringt es nichts, wenn wir da weiterfahren. Das Problem ist ja bei dem Spiel, du hast die Arbeiter, aber die bleiben nur eine gewisse Zeit vorhanden. Und dann sind sie weg. Das heißt, du kannst sie nicht ewig durch die ganze Republik transportieren. Das heißt, du musst relativ schnell machen. Das möchte ich nämlich gerne hier einen großen Bahnhof nochmal hinbauen. So, der hier gleich mündet. So, lass mal gucken. Wir gehen auf unsere schöne Mod.
Plattform und Station. Jetzt überlege ich, ob es sinnig ist. Ich will natürlich dasselbe Dings da hinbauen wie das andere da oben. Wegen der Länge. 3.500 ist schön. Wir haben da oben aber 10.000, wenn ich mich nicht irre. Haben wir hier 10.000? Das müsste der 10.000er sein. Ja, die Long-Variante. Die Long, ja, mit 10.000. Ja, wir brauchen auch da oben sehr viele Leute für das Kohleplant, beziehungsweise für hier die Stahlgeschichte. Also da sind wir auf jeden Fall gefragt. Mal ganz kurz gucken, guck mal an, das ist ein Endbahnhof. Wollen wir hier einen Endbahnhof machen? Ich den hier so ransetze, so schräg. Ein Endbahnhof. Hätte sogar schon Strom. Aber schwierig mit der... obwohl doch eigentlich geht. Wir probieren es mal. Komm, wir haben die Kohle. Scheiß drauf. Komm, wir hauen auf den Kacke heute hier. So. Ich gebe mal Vollgas wegen Nachtmodus. Und dann klemmen wir das mal an hier. So, lass mal schauen. Da haben wir den. Das ist die kleine Variante. Wir wollen aber in die Mitte rein. Damit wir die volle Länge bekommen. Schöne Kurve. Dann können wir hier noch mit der Straßenbahn hier hoch irgendwie und mit der anderen Straßenbahn irgendwie da noch lang. Das wird gut. Das wird gut. Morgen. Was? Das gut lasse ich mal weg. Achso, oh. Ja, ich wünsche dir aber auf jeden Fall auch einen guten Morgen. Herr von und zu. Lars. Ja, doch, Lars. Sorry. Ist nicht schön heute? Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Das geht auch. Perfekt. Oder ist irgendwas passiert? Wenn du magst, kannst du drüber reden. Weißt ja, ich bin ja dein, ja, hast einen Tag frei, hast nur eine meckrige Familie, hörst nur alles Scheiße, hab schon keinen Bock mehr, ehrlich. Also, okay. Ja, das ist manchmal so. Da kann man leider nichts machen. Apropos, siehst du, hier habe ich vergessen, ein Signal reinzupacken. Der Onkel Ed ist ein bisschen bescheuert heute Morgen, der ist auch noch nicht hundertprozentig fit. Ja, so ist das halt, ne? Man kann leider nicht immer gute Laune haben. Leider ist das so. So. Man, der Tunnel ist eigentlich lang genug. Wenn wir den hier davor packen, geht das. Technik-Scheiße, Corona-Scheiße. Nervt einfach nur. Sollten wir. Boah, aber das sind aber harte Worte jetzt. Das sind jetzt aber richtig harte Worte. So. Das sind jetzt richtig harte Worte. Was mir auffällt, hier ist. Der hat nur ein. Hier ist der zweite. Warte mal, der hat auch zwei lange, ein kurz. Okay. Und der hier. Der hat zwei lange, zwei kürzere Varianten. Aber ich weiß gar nicht, was ihr da immer mit der Technik für Probleme habt. Weil ich weiß nicht, was da. Wie kann man denn... Ich weiß nicht. Wie soll ich denn das jetzt mal vorsichtig ausdrücken? Wie kann man denn auf einen Sonntagmorgen Probleme mit der Technik haben? Jeden Tag dasselbe. Alles scheiße. Immer nur alles rummosern, ummeckern, umjammern. Kommen mit nichts. Sehr unwünschlich gefühlt, das mit aller Zeugen. Es geht mir so auf den Sack. Okay. Ja. Das ist so. Wenn man... zu Hause lebt, sage ich mal, dann ist das normal. Aber das wird besser, das spreche ich aus Erfahrung. Sobald man von zu Hause weg ist, dann geht man sich halt nicht mehr so auf den Puffer, sage ich mal, und dann wird es besser. Definitiv. Dann wird es definitiv besser. Das kann ich dir versprechen, Lars. Also so war es zumindest bei mir. Aus meiner Erfahrung. Dann rufen sie jeden Tag an, weil irgendwas nicht funktioniert. Dann machst du das Telefon aus. Ganz einfach. Wenn mir irgendwer auf den Sack geht, mache ich auch das Telefon aus. Grundsätzlich zum Beispiel beim Streamen ist bei mir das Telefon aus.
Und wenn dann jemand was will, ruf ich später zurück. Oder warte, so. Wie gesagt, hier geht's weiter. Hier soll das dann hinfahren. Wir haben einen Anschluss zum Dings. Nein, haben wir noch nicht. Das heißt, ich muss hier auch nochmal ein Depot ransetzen. Wie gesagt, Lars, es gibt für alles eine Lösung, ne? So ist es nicht. So, das ist das. Mit dem einzelnen Gleis. Danke, Lukas. Für die 12-Stunden-Herausforderung. Wir könnten mit dem Gleis nochmal dahin fahren. Obwohl das hier relativ wenig bringt. Es sei denn, wir fahren hier hoch. Mit einer einzelnen Bahn fahren hier hin und fahren die dann darüber. Oder ich baue hier hinten halt nochmal eine Stadt hin. Das geht auch. Tat mal gut in Fussel neu, aber du hast einen Tag diese Woche mal frei und kriegst dann direkt nach dem Ausstehen, wie scheiße es ist. Und wo, ey, es triggert mich echt hart. Ja, ich kann nur sagen, ja, also wie gesagt, ich kann nur von mir geben, wie es bei mir war. Und deswegen wird nur besser werden. So, dann machen wir uns ja auch nochmal ein paar Türchen. So ein kleines Plateauchen, was hier noch mit hinführt. Ja, wir brauchen das leider. Jetzt überlege ich nämlich gerade, wie wir da jetzt am schlauesten hochkommen. Dass wir das hier vernünftig packen. Boah, muss ich da hart hoch, ey, ganz ehrlich. Jetzt habe ich natürlich die verkehrte genommen. Ich hammel, ich wollte doch eigentlich eine Bahn nehmen. Ah, geilo. Das ist wieder typisch Ed am Morgen. Ja, und dann gehen wir runter. Ey, das ist so ätzend mit den Brücken. Das geht leider so nicht. Ärgerlich. Ich muss das hier wegnehmen. Muss das hier leider wegnehmen. Machen wir Frühstück und werde dann auch direkt angeschnauzt. Natürlich habe ich zurückgeschnauzt, weil ich ihn dann echt voll haben kann. Ach, Leute. Was soll ich dazu jetzt sagen, Lars? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. So. Können wir das jetzt hier mal in gerade und in schön machen? Wäre toll. Versuche jetzt mich mit einer Brücke hier hochzugehen. Ich mach das mal anders. Das geht mir echt hart auf den Puffer. Ich nehme das mal hardcore weg jetzt, sag ich mal. Und glätte es dann einfach. Den ganzen Kladderadatsch nicht hier wegnehmen. Damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. So, und dann füllen wir es, glätten wir es, wie gesagt. Damit ich mit der Bahn hier auch langkomme, so wie ich mir das vorstelle. So, jetzt machen wir es mal in schick. Und dann wird das hier auch. Dann wird das. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nur eine Bahn hochfahren lassen. Ausnahmsweise. So, jetzt bitte den schön runter. Ich sag den schön runter. Okay, das geht. Okay, auch nicht. Dann muss ich echt so hart runter. Ey, das ist echt heftig. Dann geht es. Boah. Das wird jetzt kriminell. Ob der den Anschluss kriegt? Nee, kriegt er natürlich nicht. War klar. Kriegt der denn überhaupt doch da? Also ich muss so gehen. Das heißt, ich muss die Brücke nochmal versetzen.
Ich hatte mich nämlich schon auch ein bisschen gewundert. Normalerweise bist du ja einer der Ersten, der immer da ist. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas nicht koscher ist. Okay, das geht so nicht. Vielleicht kriegen wir... Ja, das sieht gut aus. Vielleicht ist es so besser. So, hallo Franzi, herzlich willkommen. So, dann gehen wir hier rum. In schick. Na, das gefällt mir noch nicht ganz. Mal anders machen, Moment. Machen wir so, machen wir so. Dann haben wir auf beiden Seiten noch ein bisschen Platz. Ja, ich wusste, die in der Zeit hängengebliebenen erstmal unter Kontrolle kriegen. Okay, das ist auch eine geile Aussage, ey. Zeit hängen geblieben, ey. Das ist geil. Ei. Das habe ich auch noch nie so gehört. Aber okay. Ja, warum nicht? Kann man so sagen. Geil. Sorry, wenn ich jetzt lache, aber ich finde die Aussage irgendwie krass. Jetzt baue ich doch wieder doppelt. Ach Mann, ich bin nur echt ein Honkel. Ja, in der Zeit hängen geblieben. Kontrolle kriegen. Ah. So, können wir hier einen Short reinsetzen? Ja, da können wir dasselbe Ding nochmal reinsetzen. Auch mit so viel... Dingsbums will ich aber nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel jetzt. 4000er. Auch mit 4 Gleisen. Das ist mir eigentlich zu viel. Hier oben. Wenn ja wohl keine 4000 Leute da transportieren. Also stelle ich mir schwierig vor. Tausender, das kann ich mir vorstellen. Das hier kann passieren. So ein 1000 Passagiere, das geht. Sorry, er ist doch warm. Hab meinen Alten auch mal in die Ohren geknallt. Ich würde mich auch beschweren, um das Thema. Neumodischer Scheiß. oh Mann. Ich finde das krass. Es ist hart. Aber na gut. Jeder so, wie er das, ne? Will. Gehen wir nach links raus mit der Straße oder gehen wir nach rechts raus mit der Straße? Was machen wir denn? Ich glaube, gehen nach da raus. Wir machen daraus einen Endbahnhof. Aber Lars, es ist doch normal. In jeder Familie kracht es irgendwann mal. Und gerade in der heutigen Zeit. Wenn man mir ein Bild kommt, gibt es die entsprechende Antwort. Ja. Ich erkenne, Lars, ich erkenne immer mehr Parallelen zwischen dir und mir. Das ist langsam gefährlich. So, wir lassen mal bauen. Komm. Na, lass die mal hier anjuckeln. Okay, da ist das. Weil ich bin auch manchmal temperamentvoll. Ich lasse mal auch nur ungern was blöd kommen. Ne, also, kommt mir, wie gesagt, sehr bekannt vor. So, okay. Du willst ja dann da rein. Und du willst ja irgendwie, in die Richtung da. Das heißt, du gehst dann hier durch. Lars, bitte distanziere dich von der Aussage von Ed, du bist kein MSHF. Oh Mann. Oh Menno. Lukas. Wird schon wieder auf mir rumgehackt, ja? Es wird schon wieder auf mir rumgehackt. Es ist wieder soweit, ja? Jetzt überlege ich gerade, ob wir hier auch ein Dings ran basteln. Eigentlich müsste ich ja hier noch ein kleines Depot ranbauen. Ich bin der WH. WH? Weltherrscher? Weltherrscher? Kann das sein, dass du das meinst? So, Hund ist der Woman Hunter. Ah, okay, du bist der Woman Hunter. Okay. Verstehe. Okay, du bist der Woman Hunter. In Ordnung. Das wäre schön. Also, ich glaube, wir brauchen ja hier sowieso mehr weibliche Zuschauer.
Weltherrscher mit harter Handhygiene, jawohl. Wie gesagt, ich glaube ja sowieso, wir brauchen mehr weibliche Zuschauer hier. Wer jemand kennt, kann das gerne mal in Umlauf bringen. Und mal ein paar Leute, ein paar weibliche Zuschauer gerne mal mit ranholen. Aber ich glaube, die wird nicht lange da bleiben. Es sei denn, die ist genau das Gegenteil von mir. Und nicht ein Milfhunter, sondern ein Pilfhunter oder sowas. Ah, wer jemand kennt und die Freundschaft beendet, mal hier ran, bitte. Ach komm, so schlimm bin ich ja nur auch nicht. Komm. Mit mir habt ihr immer Spaß. Ihr habt immer Spaß mit mir. Also in der Regel habt ihr mit mir Spaß. Ne, also. Ah, ich find's geil. So. Machen wir wieder ein bisschen langsam bei den Speed. Diesen Stein da wegzubekommen ist natürlich ein bisschen unglücklich. So. So. Das stimmt auch, wenn es falsch klingt. Sorry für diese dreckige Lache. Ah, es ist geil. Sorry, es ist geil. Ich habe auf jeden Fall mit euch auch immer Spaß. Ne? Auch wenn wir manchmal ein bisschen derber unterwegs sind, manchmal, aber alles gut. Seh schon den Partner Lars und die in der Zeit hängen gebliebenen. Gute Idee. Moment. Ich muss mal was notieren. Zeit hängen gebliebenen. So, ist notiert. Ach, geil. So, was brauchen wir denn jetzt hier? Wir brauchen jetzt vor allen Dingen ein Zugdepot. Machen wir hier einen Dreier? Machen wir so ein langes Teil hier rein? Oder machen wir ein kürzeres? Lang oder kurz? Wir hätten es gern. Wir haben ja diverse. Wir haben ja ein bisschen was für die dickere Variante. Etwas kürzer und dicker oder lang und dünner. Das Depot. Ah, das ist gut. Oh, das ist eine geile Idee. Lars, behalte das bitte im Hinterkopf. Das kann ich mir jetzt leider nicht aufschreiben. Das ist ein bisschen viel Text. Aber halte das im Hinterkopf. Das ist eine richtig gute Idee. Ah, das ist eine geile Idee, ey. Eine Uhr mit abgebrochenen Zeiger. Das müsste man sogar hin... Ey, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Aber ich habe gerade davon mal abgesehen. Ein bisschen Probleme mit meinem Merch-Partner. Mit dem Shop da. Weil, das kann ich ja ruhig jetzt öffentlich hier sagen. Hab eine Bestellung gemacht, kam an. Kein Druck drauf. Also entweder war da ein Praktikant dran, der keine Ahnung hat vom Drucken, oder die haben alle gesoffen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine geile Aktion. Das gibt nur richtig Ärger. Weißt du ja, 5,45 wird zurückgeklagt, ja. Warte mal jetzt. Also, wie ist es jetzt? Lang und dick oder kurz und lang und dünn? Oder ganz klein? Wie hätten wir es denn gerne? Ich glaube, wir nehmen das Dreier hier, oder? Das ist doch nicht schlecht. Nehmen wir den hier? Kriegen wir den da ran? So, daneben vielleicht? Lang und dick natürlich. Okay, lang und dick. Lang und dünn. Es geht. Lang und dick gibt es nicht. Es gibt nur kurz und dick. Hier. Ne, siehst du ja einmal, das hier ist kurz und dick und das hier ist lang und etwas dünner. Boah, der ist so ekelhaft. Ei, ei, ei.